Also Leute, ich muss ja mal ein erstes Wort reden, so geht's nicht weiter. Also, wie ihr in euren Videos mit dem Markus Möller umspringt, das ist echt nicht mehr in Ordnung. Er mag ein Flacherdler sein, aber er ist einer der wenigen, die selber noch eigene Videos produzieren und nicht immer nur stumpf irgendwas kopieren wie die meisten anderen. Ja? Also bei ihm, da sind noch wirklich eine Menge Arbeit und vor allem Recherchen in den Videos. Vergesst das mal nicht. Er hinterfragt und prüft wirklich noch nach. Was die meisten anderen ja bekanntermaßen nicht machen. Also, man kann sagen, seine Videos, die haben wirklich Hand und Fuß. Und in vielen davon, da stecken hunderte, wenn nicht gerade tausende Stunden Recherche. Ja? Und jeden Monat. Also, hört doch bitte einfach endlich auf, den Markus so durch den Kakao zu ziehen und zu verunglimpfen. Das geht nicht. Also, das kann man nicht machen. Ja? Nehmen wir ein Beispiel. Gibt ja etliche Flacherdler, die behaupten, es gäbe keine Satelliten da oben. Ja? Das sind halt alles nur, weiß ich, Ballone, schwebende Plattformen und so ein Kram. Also zigtausende davon. Zehntausende vermutlich. Ich meine, wenn das wirklich so wäre, dann würde man die Dinger sehen. Logisch. Ja, man würde sie sehen bei der Menge. Zum Beispiel, wenn sie Sonnenlicht reflektieren und aus dem Flugzeug sowieso. Die müssten da rumschwirren ohne Ende. Ist aber nicht. Hat noch keiner gesehen. Also, wer sowas behauptet, also der muss schon eigentlich ziemlich wirr im Kopf sein. Ja, das ist also völlig... Aber sowas würde der Markus nie machen. Weil der Mann denkt klar und logisch. Also, warum zum Geier geht ihr ihn so derbe an und macht euch lustig über ihn? Was soll das? Gut, anderes Beispiel. Noch bescheuerter. Einige Flacherdler meinen ja, man könnte in der Antarktis den großen Wagen sehen. Ist natürlich Quark, weil ganz klar ist das nicht der große Wagen, sondern der Schütze. Das kann man ganz leicht selber nachprüfen, wenn man zum Beispiel Fotos nimmt von der Neumeier-Station und die einfach mal mit einer Simulation vergleicht. Celestia, Stellarium, sowas. Das passt nicht. Das ist nicht der große Wagen. Das sieht in Teilen vielleicht so ähnlich aus von der Konstellation her. Aber es ist der Schütze. Eindeutig. Und in Celestia zum Beispiel sieht man ganz klar, wie es wirklich ist. Also, wer dann noch behauptet, das wäre der große Wagen? Echt? Also, weiß nicht. Also, der muss schon ziemlich ein Ding weg haben. Und eigentlich kann man sagen, jeden Bezug zur Realität verloren. Ja. Aber auch sowas würde der Markus nie behaupten, wenn er überprüft seine Aussagen und liefert glasklare, nachweisbare Fakten. Fakten. Recherchierte, nachgeprüfte Fakten. Klar? So. Und genau das gleiche ist es auch bei einem Video, was der Markus vor kurzem gepostet hat, mit dem André Kuipers auf der angeblichen ISS da oben. Also wie der da an dem Wandpanel rumschraubt und ihm dann halt der Verschluss runterfällt. Klack! An der Stelle ist ein Schnitt, aber das ist okay, weil mit Sicherheit kommt danach nichts mehr, nichts Relevantes. Und deswegen muss das nicht gezeigt werden. Das hat der Markus überprüft, davon kannst du ausgehen, ja, absolut. So, und um das jetzt ein für alle Mal klarzustellen, klicken wir mal kurz in das Originalvideo rein und dann wird sich zeigen, dass hier nichts unterschlagen wird und auch nicht manipuliert wurde. Weil wenn der Markus was rausschneidet, dann deswegen, weil es unwichtig ist und für die Zuschauer nicht interessant. Weil sonst wäre das ja eigentlich übelste Manipulation. Also man kann sagen Betrug an den Zuschauern. Ja? So, Moment, Video läuft. So, hier siehst du André Kuipers, wie er da gleich an der Wand rumfummelt und dann fällt ihm halt das Ding runter. Passiert. So. Und danach wird mit Sicherheit nur zu sehen sein, wie er das Teil wieder aufhebt und mehr nicht. Weil sonst wäre der Schnitt an der Stelle ja eine ganz miese Nummer. Und sowas macht der Markus einfach nicht. So, jetzt dreht er da und klack. Dann bückt er sich und... Moment. Habe ich das richtige Video? Warte mal zurück. Wordt de urine opgevangen en uh...
ist das denn? Fällt der gar nicht runter. Aber... Ja. Moment. Dieses Geräusch, das kenne ich doch. Das klingt wie das hier. Verschluss von einem Schrank. Wenn man den entriegelt. Klingt genauso. Klack, macht es. Kaipers, der hat einfach nur den oberen Verschluss auf ihm gemacht. Und dann den unteren. Aber wieso, zeigt denn Markus das nicht? Stoffen werden zugefügt. Und das kommt dann in een tankje boven.